Danke, danke, danke. Danke, danke, schön. Herzlich willkommen zurück zu drei schäbige VR-Spiele. Mein Name ist Henno Bliert und ich bin heute Ihr Moderator. Wir loggen uns bei Steam ein. Ein Rückzugsort für uns. Ein Safe Space. Hier können wir uns endlich mal fallen lassen. Unsere Lieblingsspiele spielen, die uns Freude bringen. Was ist der Inhalt? Digga, es ist bislang nichts passiert. Digga! Was passiert hier, okay? Was ist der Inhalt? Was ist der Inhalt vom Trailer? Allerdings ist Steam auch ein Ort der Trauer, der Qual, der Verzweiflung. Es gibt, so scheint es mir, auch Spiele, die extra gemacht wurden, um mich anzugucken. Ja. Ja, oh doch. Steam ist so deep, also wirklich tiefer als der Marianengraben. Darunter natürlich auch richtig viel beschissene, kackschäbige Spiele. Und denen geben wir hier eine Bühne. Heute mit dem Thema VR. Ne, looky, looky und dann, oh, ich bin drin. Also quasi wie beim Koitus. Meine Redaktion hat eine Liste erstellt, von denen ich mir dann drei Spiele hier schnappe, durchgehe und natürlich auch rezensiere im Anschluss. Also fangen wir an. Tarzan VR. Banger Wallpaper. Ausgeglichen 33. Seit 3 Jahren auf dem Markt. 2,5. Oh, mit echten Menschen. Tarzan. Tarzan. This is Tarzan. Lord of the jungle. I am the Lord of the jungle. Used to matching my wits against others. Used to fighting for survival. Alter, Lara Croft! Tarzan is not afraid. Das ist ja der Hammer! Ist ja ultra geil. Hä? Schäbig? Würde ich jetzt vom Trailer nicht ausgehen. Aber die Frage ist ja, wie sind die Bewertungen? Vielleicht ist es ja technisch ein absoluter Fiebertraum. This game is way too short. Halbe Stunde, dann war er durch. Alter. Einfach meine KommentarschreiberInnen, die sich übers Gender aufregen. Also nicht, dass das Affen sind, aber wie die gucken dann immer. So stelle ich mir es vor. Ey, du gar nicht Video, aber dieses Gendern, diese politische Ideologie dahinter, hör mal auf, ey. Ist ja zum Kotzen, ich krieg Sprühschiss, Digga. Bei mir sollen sich alle wohlfühlen, versteht ihr das? Es hat was mit Toleranz zu tun. Deswegen versuche ich, so gut es geht, zu gendern. Schaffe ich nicht immer, aber nur mal am Rande. Würde das auf Reserve? Man reserviert es, man hinterlegt es an der Kasse. Das ist Tarzan, das Spiel. Oh ne, an. Oh, ja. Hier ganz unten im Regal. So. So, jetzt ist hier natürlich jemand. Hallo. Wäre es ein Problem für Sie, wenn Sie das hinterlegen können an der Kasse? Ich bin, also, weil ich müsste noch mal Geld holen vom Automaten. Sie haben keine Zahlung. Ja, EC. Ich habe meine EC-Karte auch gar nicht dabei. Ne? So, werden Sie. Danke. Das ist nämlich das Letzte. Als nächstes, Granny's Grantastic Granventure. Oh Gott, ist das cursed. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Granny. Die fliegt. Oh mein Gott. Junge, ist einfach Takeshis Castle für Rentner im Rollstuhl. Du spielst eine Oma im Rollstuhl. Hilarious und spielbar. Ich guck mal, was es noch gibt. VR Plane Crash. Absoluter Trash. Guck dir den Entwickler an. Der hat richtig viel so scheiß VR. Hallo.
Wie redet ihr denn? Wir werden alle neugierig auf einige Erfahrungen sein. Wir hoffen aber auch, dass nicht jeder auf solche Erfahrungen stößt. Wie sieht zum Beispiel ein Flugzeugabsturz aus? Dieses Spiel wird Sie neugierig machen, einige VR-Erfahrungen zu machen. Ja, danke. Das war gerade alles sehr unerwartet. Moment, wir waren doch gerade... Flugzeugabsturz. So, hockt er drin? Jetzt Mafia-Musik? Und jetzt hat er zwei Samurai-Schwerter? Und der ist ja ein Zombie, oder? Jetzt hat er hier Zombies, oder was? Und dann hört das einfach auf. Hä, und der macht ganz viel, ja, William at Oxford. Oh mein Gott. 196 Euro. DIY My Lady in VR. Oh, jetzt wird's wieder so. Schalte Kimono-Cuties frei, Digga. Is she waiting for me? Saxophonmusik macht's nicht besser. Ist ja übel, die Masche. Der macht einfach 1 Million VR-Spiele, die alle richtig low effort sind und bietet die dann für hunderte von Euros an, oder wie? Und hofft dann auf irgendwen Dummes, der da mal ja sagt. VR Plane Crash hat mich neugierig gemacht. Also Tarzan, ja. Da gehe ich jetzt nochmal zur Kasse. Ja, entschuldigen Sie. Tarzan VR, ich hatte es ja hinterlegt. Ich würde das gerne nehmen, ja. Danke. Den Einkaufswagen. Fitness VR. Workouts in VR, Trailer und Aufmachung ziemlich schäbig. Sehr langer Trailer. Also das ist ja schon ein Look and Feel. Fitness VR ist das zuerst Virtual Reality Spiel, das ein einzigartiges sportliches Erlebnis bietet. Okay, ich brauche kurz meine Brille. Wählen Sie Ihren Trainer, die Intensität Ihres Trainings und seine Dauer und beginnen Sie dann Ihr Rhythmus. Training für Musik. Die Sitzung, ich muss ans Kacken denken. Die Sitzungen können von 5 bis 45 Minuten anpassen oder an die erfahrensten. Der Entwickler beschreibt die Inhalte wie folgt. Eines der Fitnessstudios enthält 4 Poster mit Figuren in Position, die ihre Muskeln auf künstlerische Weise zeigen. Also so beschreibt der Entwickler das Spiel. 16 Minuten Trailer. Leute, es ist ein Trailer. Also es muss ja ein Banger sein. Was passiert da? Das ist so eine schäbige Scheiße, wirklich. Digga, was macht er denn? Hallo? Ich dachte, ich muss Fitnessübungen machen. Hä? Es passt überhaupt nicht mit der Beschreibung zusammen. Ich hatte ja eine vollkommen andere Erwartungshaltung. Er liegt natürlich auch am Titel. What? Wo ist hier Fitness? Wo ist hier Fitness, der soll Kniebeuge machen, der soll sprinten, der soll rudern. Digga, mach jetzt Sport durch. Oh. Oh, Leute, nach 14 Minuten dummer Scheiße wird jetzt Sport gemacht. Oh, der Drop. Freunde, der Drop ernährt sich.
Was ist das für eine Scheißproduktion? So, was haben wir hier? Ohne Witz, das Spiel macht mich jetzt schon richtig aggressiv. Wen juckt es, wenn eine Person Fitness VR machen will, ob der Himmel blau ist, Walla? Gut, Leute, müssen wir rein. Oh, toll. Du. Hier, der. Ne, so. Hey, mach doch hoch die Möhre. Hallo. Oh. Hallo, lieber Pelikan. Ich bin Katzer. Hallo. Who are you? There she is. We need her alive. Get your hands off me. Ja, ich komme ja. Jane, mein Schatzi. Oh. Tja, hallo. Ja, bist du ein Feind? Na? Tarzan, you follow me now. We hear scream. Alright. Rennt er. Das ist unser verbündeter Affe. Grab mine. One hand at a time. Okay, let's go. Is Tarzan scared? Just ran. Also, ich renne jetzt einfach geradeaus. Und dann. Abfahrt. Nein, bleib doch gerade! Jetzt. Okay, ich springe ein bisschen weiter links ab, dann drifte ich nach rechts. Und dann müsste ich genau bei der Liane landen. Oh! Tarzan, go! Jutti. Also, ja, brauch ich auch. Ein bisschen left to the left und dann... Und los geht's. Hä? Ich bin eher Spider-Man. Ja, hier bin ich. Das war krass, oder? Ja, also... Ich hab das Gefühl, reicht jetzt auch langsam. Oh, was ist denn da los? Nukatte kuru no ka? Mieezu ni kono Dio ni chikazuite kuru no ka? Werbeschläge, Werbe. Jetzt hab ich dich, du kleine Dumme. Scheiße! Ihr Bud Spencer-Style. Hau ich die richtig weg. Ach so. Und mir die Eier. Mann, eine Runde in die Kuh. Gut, reicht auch, ne? Kommen wir nun zur Bewertung. Tarzan VR bietet eine wohl einzigartige Simulation eines Menschen, der von richtig haarigen Affen aufgezogen wurde. Innerhalb der Story hat mich doch vor allem beeindruckt, wie man teilhaben konnte an vielschichtigen Dialogen? Plural? Ja klar, Dialogen von Affen. Immersiv, so's, denn immer wieder konnte ich Parallelen zu meinen Problemen im Alltag erkennen. Dies berührte mich sehr. Was ich allerdings selten berühren konnte, waren die beschissenen Affenlianen. Irgendwelche bösartigen Räuberbanden, die vermutlich immer Jane klauen, haben wohl alle Lianen im Dschungel mit tonnenweise Gleitcreme benetzt. Entschuldigung, wir bleiben ernst. Das ist hier ein Artikel, der hier geschrieben wird. Eine rein objektiv geschriebene Kritik.
müsst ihr wissen. Nee, ich fand's echt gut. Ich würde es empfehlen. Ich, ja, abschicken. Boom. Ja, dann spielen wir jetzt weiter. Freue ich mich. Der VR Plane Crash von William Oxford. Drücken Sie die Seitentaste an Ihrer rechten Hand, um die Klinge zu wechseln. Und drücken Sie die Seitentaste an der rechten Hand erneut, um die Klinge zurückzuziehen. Zerschneide die Zombies. Also nur nochmal, wir sind immer noch beim VR-Plane-Crash-Ding, ne? Bitte wählen Sie ein Flugzeug. Also, wir haben hier einmal das Flugzeug... Oh mein Goodness! Hey, warum stehe ich denn? Muss ich... Alles gut? Hä? Ach so, klasse. Ah, ist ja sehr, sehr nett. Ja, danke. Ja, das fühlt sich ja krass an. Was passiert? Okay. So, ihr kleinen Früchtchen. Wer wird als erstes? Hm? Ich kann mich nicht bewegen. Ja! Ding, ding, ding. Kommt ihr her oder soll ich zu euch? Bist du sicher, dass du das Spiel beenden willst? Stornieren. Gott, ist das scheiße, Alter. Es ist, es tut mir leid. Ich kann da nichts für. Das fließt alles in die Bewertung mit ein. Mal ist dieser Strich da und mal nicht. Stornieren bitte. Hallo. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Ich bin doch auch selber. Ich bin hier das Opfer. Wirklich, das Spiel ist gottlos scheiße, Digga. Mann, du hast nicht mal diese VR-Fäden an diesen Griffen. Warum sind es überhaupt Griffe und keine Hände? Also wenigstens das hättest du designen können. Wer? Ich kann mich porten mit dem Touchpad. So, Ronny. Oh Gott, oh Gott! Ah! Geh mal bitte weg. Du Kleine, ich schlepp dich tot. So, mach ich euch mal zu Hackfleisch, Sülze, Junge. Ja, es ist ein klasse Flugzeug-Absturz-Simulator. Kann ich mich nicht einfach durchporten? Ist wie bei Google Maps. Ja, wo ist denn jetzt der Edeka? Oh, ich bin unter Wasser, Freunde. Klasse. Ja, also von meiner Seite aus reicht es auch. Tolle Erfahrung heute wieder hier mit dem VR-Spiel gemacht. Also ich bin nicht enttäuscht, aber entsetzt. Auch wenn Richard Wagner ein antisemitisches Schwein war, den ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen wollen würde, kam ich dennoch nicht umhin, beim hervorragend inszenierten Absturz an den Walkürenritt in H-Moll zu denken. Walkürenritt? Mit V oder... Kristallwahn. Ja, das muss es sein. Während das Flugzeug also abstürzte, bestürzte mich, was für ein verworrenes und moralisch verwerfliches Business-Konstrukt William Oxford hier auf Steam führt. Wo ist da der Verbraucherschutz, wenn er da die Mädels und dann dadurch die Jungs da ihre ekligen Fantasien und so und darüber hinaus? So schreiben übrigens immer die Boomer, glaube ich, die Kommentare bei mir. Einfach Gedanken raus. Auch irgendwie genial. Nee, aber auch dumm. Wer kauft bitte eins dieser schäbigen Spiele für 120 Euro, die dann smarterweise auf 20 Euro reduziert wurden. Wer das tut, der fällt doch auch in seine eigene Scheiße. Klammer auf, gibt ja diese Klos, die man in der Hocke bedient. Hab ich mal in der Normandie erlebt. Klammer zu, das nur am Rande. Spaß beiseite, Spiel ist richtiger Abfall, wirklich. Aber führt einen auch bis ans Ende der Welt. Naja, Kommentare erlauben, das würde ich nicht empfehlen. Raus damit, toll. Jetzt wird's, glaube ich, wild. Ja, klasse. Ist jetzt auch das Spiel, was ihr nicht getestet habt, ne? Also es kann auch jetzt alles passieren, ne? Ich kann das gar nicht rezensieren, weil ich es noch nicht lang genug gespielt habe. Ist das bescheuert? Die bringen ein Spiel raus, welches sich nicht starten lässt, für 21 Euro. Und dadurch, weil es sich nicht starten lässt, kann niemand sagen, dass das Spiel nicht startet. Und Leute kaufen es.
William at Oxford, da kannst du dir noch was abschauen, wirklich. Meine Review zum Spiel Fitness VR. Ein Riesen-Eklat. Boom. Absatz. Ich war vor dem Kauf wirklich hin und her gerissen. Gott sei Dank stellt jedoch das Entwicklerteam rund 20 Minuten Trailermaterial, in Anführungsstrichen Digga mal 2, zur Verfügung, um alle Zweifel auszuräumen. Nachdem ich also völlig überzeugt war, 21 Euro in den Sand zu setzen, musste ich jedoch feststellen, dass nach 20 Minuten Trailer schauen über dumme Features, die kein Schwein bei einem Fitness-VR-Spiel erwartet, man das Spiel gar nicht starten kann. Dann ist auch ganz schnell erklärt, warum das Spiel seit Monaten draußen ist, aber noch keine einzige Rezension hat. Denn dafür muss man auf Steam das Spiel ja gestartet haben. Geniales Konzept. 21 Euro. Hashtag Rückgaberecht. Hashtag Verbraucherschutz. Müsst ihr wissen. Kommentare erlauben an, nicht empfehlen. Posten. Also Leute, wir spielen jetzt Granny's Grantastic Grand Venture Nachrücker, weil das wunderbare VR Fitness, Fitness VR leider nicht gescheilige. Scheiße, was ist jetzt hier los? Ich sehe nichts. Oh, doch, hier ist was. Oh Gott, ich liege auf dem Boden. Muss ich mich abstützen? Oh! Oh, lol! Wie komme ich jetzt voran hier? Wo sind die Räder? Da. So. So. Du, jetzt roll doch, Oma! Ich bin gleich da. Ich glaube, ich muss mal zurücksetzen. Ich sehe halt nichts. Es ist so dunkel, ich sehe nicht mal die Rollen. Hallo? Hä? Jetzt mit Tempo ins Loch. So, so und rein damit. Oh, klasse. Eigentlich ein geniales Spielprinzip, wonach ja auch schon seit Jahren gefragt wird. Ein VR-Spiel, in dem man als Oma in einem Rollstuhl einen Fortnite Death Run für Arme absolvieren muss. Wirklich genial. Ich meine, ich kann das alles nicht mehr. Ich bin nervlich. Wirklich. Also. Komm, schick ab. Nee, also. Nein! 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 Ciao!